Bevor es losgeht, Freunde, ich habe eine geile Ansage, also mehr oder weniger geil. Weil ich krank bin, kann ich am Samstag nicht auf das Travis Scott Konzert in Frankfurt. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich die zwei Karten, die ich von Sony bekommen habe, das sind geile Tickets, sogar Sitzplätze, die werde ich an euch verschenken. Das heißt, jeder, der heute ab 23.30 Uhr in meinem Livestream dabei ist und mindestens ein Jahr Zuschauer ist, der hat die Chance darauf, diese zwei Tickets zu bekommen. Allerdings müsst ihr die in Köln abholen. Entweder Freitag oder spätestens Samstag müsst ihr die in Köln abholen, weil per Post wird das zu lange dauern und dann kriegt ihr die Tickets nicht mehr für das Konzert. Deswegen kommt gerne heute vorbei, 23.30 Uhr Livestream. Natürlich geben wir die neuen Songs. Auch wenn ich krank bin, trotzdem wird natürlich durchgezogen, aber Konzert ist nicht drin. Deswegen hoffe ich, kann ich einem von euch oder zwei von euch eine Freude damit machen. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in den neuen Song von Hood Black und zwar als Cypher-Video. Cypher-Video im Endeffekt, ich interpretiere das jetzt einfach mal so, das ist ein fertiger Song, wahrscheinlich vom Album, der einfach mehr oder weniger live als Video performt wird, aber natürlich ein fertiger Song ist, schätze ich jetzt einfach mal. Aber wir gehen mal rein, wir lassen uns überraschen. Ich wurde schon des Öfteren wieder gefragt, wer eigentlich mein Lieblingskünstler ist und mir ist letztens klar geworden, ich finde Alim unglaublich stark, ne? Ich hoffe, von dem hört man auch mal wieder ein bisschen mehr. Also, ich schätze mal, hier sind fast alle dabei, oder? Letztes Mal hatten wir Safraoui und Jamal. Diesmal, ich schätze mal, wir haben Ali, Mali. Mali muss auf jeden Fall dabei sein, weil das nächste Solo-Album ist ja von Mali. Also, denke ich mal, wird der auch hier am Start sein. Produziert natürlich von Shoki und der Rest ist natürlich auch wie immer. So, ich würde sagen, Gliz. Okay. Oh. Sie will Liebe von einem Gangster. Digga, was sind das für 50 Vibes? G-Unit Vibes, was auch immer. What? Ich weiß, an welches Lied mich das erinnert. Popping Them Thanks hieß der von denen. Ja! Daran erinnert mich das direkt, Alter. Ja, ich liebe, ey, das ist ein Stil, den liebe ich übertrieben, ne? Also erstens G-Unit, das ganze Album war eins der besten, meiner Meinung nach, eins der besten Rap-Alben so in Amerika, unter anderem in diese Richtung so und hey, crazy, okay? Du spiegelst dich in meinem Rambo, ein volles Magazin bereit zum Entlernen. Ach so! Ach, warte mal, haben wir hier die ganzen Namen und... Ach nee, die Namen sind da gar nicht dabei, ne? Okay, okay, okay. Okay. Ein volles Magazin bereit zum Entlernen. Banditen steigen aus dem Benzo. Schiss in der Nacht, muss das Geld vermehren. Okay, jetzt frage ich mich gerade, war das gerade eben, das war doch nicht Safraoui in der zweiten Hälfte von der Hook, oder? Also das Gefilterte, das war, also das ist ja Safraoui, ne? Sie erkennt man ja auch und auch an der kratzigen Stimme, wie er hochgegangen ist. Aber danach das Gefilterte, weiß ich nicht. Okay, Jamal, let's go. Wie eine Note, die gerade Tage hat. Youngies sind am Rennen, pass gut auf, wo du den Namen machst. Denn es kann schnell gehen, dass du eine Klinge in deinem Magen hast. Big G, Trapper, du ein Pidi, der nur rumbellt. Immer noch ich liebe diese Breaks, ne? In deinem Mund hält. Schüsse auf dein Kaffer, Schüsse auf dein ganzes Umfeld. 20 Stiche in sein Körper, bis er was... Jamal, für mich, wie gesagt, einer mit der cleansten Stimme und auch meiner Meinung nach melodischsten Stimme, so würde ich mal sagen. Umfeld. Wow. Überfall auf Tanke oder Gulli gegen Scheibe. Fick mal auf paar Jahre Zelle, ich will jetzt direkt die Scheine. Trag ein Butterfly in Junta um mich rum, zu viele Feinde. Zieh mal deine Kette aus, mein Brühop, heute ist die meine. Du spiegelst dich in meinem Rambo. Also die beiden hintereinander ist halt, also es ist halt, ja weiß nicht, es ist halt, ein, das funktioniert einfach, wisst ihr, was ich meine? Also die beiden definitiv. Ich hoffe nur, dass die, wie gesagt, die anderen auch noch so ein bisschen mehr in den Fokus kriegen. Aber hoffentlich schaffen wir das mit dem Mali-Album, oder? So, Schiss in der Nacht, muss das Geld vermehren. Kann das sein, dass das Alim ist? Verpasst dir eine Stichnabe. Mich
Schnellis rufen dauernd an, weil ich feinstes Gift habe. Sorg in der Viertel für Schikane, in der Prada liegen vier. Ey, ohne Scheiß, ich find's so gut, dass die wirklich auch beattechnisch sich irgendwie so ein bisschen nicht ausprobieren. Ist ja jetzt kein großes experimentelles Ding oder sowas, sondern einfach auch, ne, nicht diese immer Drill, immer melodische Trap-Sachen oder, sondern irgendwie, wie gesagt, es erinnert mich so ein bisschen an diese ganze G-Unit-Zeit, so vom Beat her. Ich fand auch bei Money, bei dem Song, den Beat unglaublich besonders und geil. Also muss ich ehrlich sagen, gute Abwechslung bisher. Der Glock gibt's keinen guten Tag, der Bulle freut sich, wenn er seine Rücken fährt. Klär kein Geschäft übers Telefon, denn keiner will in der Zelle wohnen. Goldene CDs mit Platten Platin. Ne, oh, Digga, geil. Das im Hintergrund, ne, das erinnert mich jetzt schon wieder so voll an Nelly, Alter. Was ist das? Was ist, ey, super interessant. Ich erkenne da so ein paar, ich weiß es nicht, Sounds oder irgendwas, was mich halt wieder an die 2000er erinnert, was ich bei Hood Black eigentlich nie hatte, tatsächlich. Platin, Crushing voller ist, roll im Este Martin. Es lief vieles auch verkehrt, bring mir den Hallo. Das geht auf Pelagamo. Spiegelst dich in meinem Rambo. Ein volles Magazin bereit zum Entleeren. Bandit schlägt aus dem Benzo. Schüsse in der Nacht, muss auf Gefämmen. Ey, ich geh gleich mal auf Genius. Ich will wissen, wer das in der Hook ist. Ob das auch... Okay, der kommt jetzt. Mali! Gemütlich in mein Jordan. Oder? Straße liegt viel Patze, deshalb kommt TP schon morgens an. Ewa, stell Youngies mit Packs in allen Ecken meiner Stadt auf. Drück ihn für den Achter und trotzdem holt jeder sein... Wichtig. Aber ich dachte mir, dass der schon in dem Song auch präsentiert werden muss eigentlich, ne? Wenn das nächste Solo-Album von ihm ist. Schnapp raus, Rappers sind broke, no joke. Dein Block in Shock, one shot. Du brauchst los, ich meiner Glock, Mali, Flow auf. Jeder Show kommt immer on top, immer in Stellung. OGZ, herzlich willkommen im Track. Ein Fehler, mein Bro macht dein Homie back. Buff, buff, willst du Stony yet? Wach auf. Leckerer Flow, Mann. Das ist auch das, was ihr meintet. Ich habe ja gefragt, so, wofür steht Mali? Okay, manche haben es falsch verstanden, so, also wofür der Name steht. Ich meinte aber eigentlich, wofür steht er musikalisch, ne? Und viele meinten, starker Flow und starke Reime, ne? Ich glaube, das war so das Hauptding. Und Flow, Bruder, ich habe richtig Bock drauf, ne? Ich bin gespannt, was für Beats der pickt, ne? Ob der auch so melodische Sachen nimmt oder eher nur auf die Fresse. Auf, geh raus, geh du inside out, lass bauen um mich die schönsten Frauen, war mein Kindheitstraum. Du kannst nicht mal ohne Bodyguards durch deine Blocks gehen. Ich hab Youngins, die nicht reden und für mich mit Glizzys an der Front. Du spiegelst dich in meine Rambo, ein volles Magazin bereit. Schöner Part gewesen. Banditen steigen aus dem Benzo. Schüsse in der Nacht, muss das Geld fämmen. Bam, bam, it's a sound of the police. It's a sound of the police. Hatte so ein bisschen was, ne? Von Sound of the Police. Sound of the Police. Wut, wut. Stark. Also ich sag ganz ehrlich, ich glaube, das Album wird echt gut. Sehr viel Abwechslung. Für mich waren auch sehr schöne melodische Sachen dabei, harte Sachen dabei, ne? Also ich glaube, das wird wieder ein starkes Album, Mann. Ich bin halt auch gespannt, wie das Solo-Album von Mali wird, ne? Ich kann überhaupt nicht einschätzen. So bei Jamal wusste man, okay, ne, Jamaika und so weiter, der wird so ein bisschen, sag ich mal, so ein Vibe vielleicht noch hier und da rüberbringen, sag ich mal. Safrawi, ne, diese kratzige Stimme und alles und so weiter und so fort. Aber bei Mali, ich kann noch nicht so ganz einschätzen, in welche Richtung das wird. Habe ich Bock drauf. Freunde, ich würde mich sehr freuen. 23.30 Uhr kommt vorbei und ich hoffe, ich kann jemanden glücklich machen mit den zwei Travis-Tickets. Ja, ich bin wieder im Bett, Alter. Ich muss gesund werden. Peace!